Die internationale Fliesenfachmesse CESAIL wird verschoben. Der ursprüngliche Termin für die Messe war die Woche vom 28. September bis zum 2. Oktober 2020. Aufgrund der unsicheren Lage bezüglich der Corona-Krise soll die Veranstaltung nun vom 9. bis zum 13. November 2020 in Bologna stattfinden. Als Begründung für die Verlegung des Messetermins wird in einem Schreiben an die Aussteller auch genannt, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zu einer erheblichen Verlangsamung des laufenden Arbeitsprogramms für die Sanierung der Strukturen des Messegeländes von Bologna gekommen sei. Ansonsten gelten für die CESAIL im November die allgemein üblichen Regeln im Umgang mit dem Virus, Distanz halten, Maskenpflicht, Handdesinfektion und die üblichen Hygienemaßnahmen. Außerdem wird die Körpertemperatur bei jedem Besucher vor dem Zugang zur CESAIL kontrolliert. Mit ca. 150.000 Quadratmetern soll die Messe dazu in der Lage sein, 4 Quadratmeter Aufenthaltsfläche pro Person bereitzustellen, wenn sich insgesamt 38.000 Besucher und Aussteller zeitgleich auf dem Gelände befinden. Von solchen Zahlen wird jedoch nicht ausgegangen, da sie selbst in 2019 vor der Corona-Pandemie nicht erreicht wurden. Eine endgültige Entscheidung über das Stattfinden der CESAIL 2020 wird aber wahrscheinlich zum 1. Juli fallen. Bis dahin sollen sich die Aussteller anmelden. Im Falle von Absagen der bestehenden Anmeldungen werden die geleisteten Anzahlungen mit Ausnahme der Anmeldegebühr in Höhe von 580 Euro den Ausstellern zurückerstattet. Der neue Termin stößt auf Kritik bei vielen Herstellern. Da niemand den Verlauf der Pandemie genau voraussagen kann, scheint die Durchführung im November nicht auf sicheren Füßen zu stehen. So hat als eines der ersten deutschen Unternehmen jetzt der Fliesenprofilhersteller Alpha Pro die Teilnahme an der diesjährigen CESAIL abgesagt. Zur Entwicklung der Lage halten wir unsere Leser weiter auf dem Laufenden.